Jo. Sebi, it's good to see you. How was your meeting? Lalala, I see. He gave me the same speech a while ago. It's how I was able to meet my partner. Listen, he's a bit intense. I trust him, though. I hope you do. But anyways, are you ready for our battle? I'm anxious to get started. Greetings, challenger. My name is Calvith. My gym isn't just a water gym. I focus on water in every possible way. The ocean, the lakes, the rivers, and yes, even the rain that fills them. The rain is one of the most important natural forces in the world. It keeps the world alive and healthy and keeps the water cycle going. But it's also one of the most destructive, and I'm about to show you why. Let's do it! Let's go! Immer diese Zeitlupe. You are about to get washed away! Musste natürlich nicht fehlen. Yes! So. Da, die sind jetzt eh schon gleich wieder auf Levelniveau. Dann schauen wir mal, wie viel das abzieht. Okay, kommt der gleich mit einem Mega-Pokémon daher. Und? Der schaut geil aus, das Viech. Aha. Skald. Ja, das könnte sehr viel abziehen und mich verbrennen, was doof wäre. So. Das geht so, würde ich jetzt sagen. Dann Kaschira! Das ist vierfach nicht effektiv. Vierfach nicht effektiv. Sollte jetzt nicht so extrem viel abziehen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir da das Viech irgendwie besiegen können. Dieses Politoed. Das macht diese komische Geste, die ich mal auf Twitter so oft gesehen habe. Dieses irgendwie so oder so, das da. Keine Ahnung, warum, aber so ist es nun mal. Das schaut komisch jetzt aus, wenn ich mir das denke. Hidden Power. Ja. Ja. Schauen wir mal, wie viel das jetzt abzieht. Mehr als gedacht habe. Habe ich mich schon gewundert. It stopped. That's very... Very unfortunately. So. Ich kann ja hier speeden. Warum tue ich das nicht? Diese Critical Hits. Los, Kaschira! Oh, schade. Aber gute Arbeit. Gute Arbeit auf jeden Fall. Und dann würde ich auch sagen, komm, Dagi. Du kannst jetzt, ja, komm, eine Attacke wirst du wohl aushalten. Jupp. Oder? Der Gegner macht diesen Fehler. Und jetzt wird's richtig episch. Weil ich habe schon gesehen, was hier die Fähigkeit von unserem Mega-Delta-Klurak so macht, nämlich. Normalerweise die Attacke geht über zwei Runden, aber durch die Fähigkeit greife ich gleich an. Das wird episch. Yes. Und voll vernichtet. So, das nutze ich jetzt natürlich aus. Greninja, schauen wir mal. Ja, komm. Ice-Type. Ja, zieht doch was ab, würde ich sagen. Aber das war's mit Greninja. Und ein schönes Detail, dass sich die Zunge verfärbt hat. Ist das in den echten Spielen auch so? Ich renne hier jetzt einfach durch. Oder halt nicht. Das ist aber bald, geht das Viech. Dann greife ich halt sehr effektiv an. Unser Starter regelt das schon. So gehört sich's. So, du bist ja Normal-Type, nicht? Ah, natürlich vermisst du das. Was? Egal, ich greife jetzt einfach so lange an, bis Dark stirbt. Ein Manafi! Stirb! Wayne Dance. War das jetzt wirklich so klug? War das so klug von dir? Tschüss!
Okay. Wie es ausschaut, wird Darky das einfach schaffen, wollte ich sagen. Das sollte nicht ausreichen. Also. Schade, schade, weil ich glaube, Poison, so toxic, schwer vergiftet. Ich glaube, dass am Anfang nur ein 16. abgezogen wird. So, dann schicke ich Geräte rein. Ich darf ja nur ein Mega nicht. Jupp, jupp. Egal. Wir schaffen das schon. Was hast du eigentlich für Leiden mit deinem Toxic? Das ging relativ einfach. Jupp. Es kann ja auch mal einfach gehen. Jeez, when Diana phoned me up to tell me somebody beat her, I had no idea you were that good. You were really fantastic. You'll be a great addition to our group. Was heißt our group? Habe ich da wieder irgendwie was Story-Relevantes vergessen? This will let higher level higher higher ha. Ja, ja, komm, meint. Hast du noch nie eingesetzt, aber egal. Psychic TM. Naja. Now, since the first order disappeared, we don't actually have a 8 gym leader for you to face. In the meantime, though, I guess you... Attention, please. Your attention, please. Broadcast starting in 2 minutes. What? I'll be back. What on earth? I'll be right back. Was? Tja. Und hier einfach so eine Abkürzung. Nora, what on earth is going on? It's the big TV on the tower. Someone's doing our broadcast. Die Throwbacks an Yoto, nicht? What? That's illegal. We haven't used the TV in years. What the fuck? Achso, das sollte dein Monitor sein, oder? You're ready to go, sir. Thank you. People of Ironfort City, you may recognize me. I'm Zachary irgendwie so. Your friendly neighborhood librarian. I'm also in charge of spearheading the Reckon-Movement. What? Achso, ja, dieses Impfen und alles drum und dran. It's our goal to shut out this... Infernal Deoxys disease from all over. However, there is one person who has resisted me time and time again. Not only is he which is dangerous enough, but he's been trying to convince people to stay endangered. My friends, we cannot allow this to continue. You hate Hello, now battle him into submission, make him pay, then bring him to me. Touch it, him, his friends, his girlfriend, do this any way you can. Oh, and why not? Keep fighting the Unkillable until all of Amphret City is safe. Thank you for watching this emergency broadcast. Yeah. Chill out, bro. Oh, no, 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 Diana, she's in danger. I need to go. Nora, save me. In the mountains. Was? Train in the mountains. That's where they are. I'll meet you there. In the mountains? Okay. I'm so lost. What's going on? There's no way people will actually do that, right? How can Zenith possibly think this will work? Look, people are fighting. It actually worked. Sebi, I think we are in over our heads there. We can't hope to beat someone who could do something like that. No, we can't give up. If there's a chance to win, we absolutely have to take it. I guess we have to climb Mount Rose. That's the way to the little town. We are chosen by legend. Zenith doesn't stand a chance, right? Okay. A key item, also. You're good. Hallo. Must battle. Okay. Ja, ich verstehe schon.
geht wenigstens Pokémon Center. Aber die Leute sind ja wirklich so dumm. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt mit diesem Must Battle. Wie so Zombies, aber es, man sieht es halt in der Realität. Viele, viele Menschen sind einfach so dumm. Ich muss jetzt spontan an so Amerika denken, wo viele Leute, viele Fans von irgendeiner Football-Mannschaft ja dann irgendwie gegen ihre Spieler waren, gegen ihr Team waren, weil die irgendwas Politisches gegen Trump gemacht haben oder irgendwie sowas, ne? Vielleicht habt ihr das selber gehört. Und dann haben sie da Saisonkarten verbrannt, Fahnen vom eigenen Team und die Leute sind einfach so bescheuert. Die denken nicht nach und was soll denn das? Ich glaube, das Problem ist da einfach, die sind so emotional bei der Sache dabei. Und viele sehen Trump zum Beispiel als irgendwie den Erlöser oder sowas. Und weil das so ein hochsensibles Thema für die ist, hören es komplett auf nachzudenken. Ich glaube, das ist das Problem bei der ganzen Sache. Es ist schwierig, würde ich sagen. Wirklich, wirklich schwierig. Weil was soll man dagegen tun? Es gibt Leute, die kannst du nicht ändern. Die sind einfach so. Vielleicht das Gleiche machen, sie emotional so ansprechen und auf deine Seite zu bringen, aber es bringt eigentlich nichts. Es ist das gleiche Problem, die denken nicht nach. Du benutzt halt dann diese Leute für deine Zwecke. So wie die anderen es für ihre Zwecke machen. Und das ist halt das Grundproblem bei der ganzen Sache. Es gibt manche Leute, ich glaube, da kann man nicht wirklich groß was ändern. Ist leider so. After you. Deswegen ist, glaube ich, auch umso wichtiger, dass man einfach auf sich selber schaut, dass man nicht in diesen Weg abdriftet, dass man einfach nur emotional oder dass man bei emotionalen Sachen auch mal dann darüber nachdenkt. Natürlich wäre es optimal, genau in der Situation, wo etwas Emotionales passiert für dich, dass du da dann schon anfängst nachzudenken. Aber es reicht ja schon aus, wenn du jetzt irgendwie einen emotionalen Streit hinter dir hast, dass du danach darüber nachdenkst, nicht? Ich glaube, das reicht eigentlich auch schon, wenn man sich dann Gedanken macht. Hauptsache, man macht sich Gedanken darüber. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste bei der Sache. Weil emotional sein ist zwar menschlich schön und gut, aber wir Menschen haben auch von unserem Intelligenz, von unserer Intelligenz her, doch das Potenzial, mehr aus unserem Leben zu machen. Dass wir reflektieren können, das können wir. Das muss halt gelernt sein und alles drum und dran. Und das ist natürlich dann das Schwierige. Weil es gibt natürlich viele ungebildete Leute. Ich sage jetzt nicht, dass diese ungebildeten Leute schuld an allem sind. Weil es gibt sicher auch einen Grund, warum die ungebildet sind. Das System hat es irgendwie nicht geschafft, die Leute auch aufzunehmen. Und natürlich standen dann wahrscheinlich die Leute sich selber im Weg, sich irgendwie zu bilden. Da spielen dann wahrscheinlich so viele Faktoren mit bei diesen Fällen. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich schwierig, das irgendwie alles dem entgegenzuwirken, sagen wir jetzt mal. Tja. So schaut's aus. Das ist unser Level. Das ist das Level. Nicht mehr und auch nicht weniger. So, unser Horse is on fire. Vernichte dieses Viech mit einem Flareblitz. So. Oh, wo wir eh gerade ein kontroverses Thema gehabt haben mit verschiedenen Ansichten, nicht? Kann ich etwas Persönliches erzählen. Ich war ja gestern, wie schon im Livestream erwähnt, also im Gravely Second Livestream gestern, war ich ja gestern im Krankenhaus Blut abnehmen, einfach Werte checken gehen.
das hat auch meine Mutter eigentlich gesagt. Ich mache das jetzt eigentlich hauptsächlich nur, um zu schauen, ob ich jetzt gesundheitlich von meinen Werten, von meinem Stoffwechsel her irgendwie ausarte. Weil da haben wir schon... Ich habe da in die Liste geschaut, ich glaube, der erste Eintrag in seiner Liste war irgendwie 2011. Und es waren halt doch einige Werte, die kritisch anzusehen waren. Nicht nur jetzt irgendwie, dass ich jetzt übergewichtig bin, sondern auch, dass es ein paar Werte gab, die jetzt nicht so toll waren. Ich glaube, es stand sogar die Gefahr mal, oder es war von meiner Situation her so, dass ich doch irgendwie eine Vorstufe von Diabetes gehabt habe oder irgendwie sowas war es in die Richtung halt, dass meine Zuckerwerte nicht wirklich korrekt waren. Und das hat sich jetzt auch alles relativ gut geändert. Und was mich halt bei meiner Mutter stört, sie hat zu mir selber gesagt, ich gehe jetzt einfach mal dahin, um meine Werte checken zu lassen, weil oft ist es halt so, du spürst es nicht, wenn irgendwie ein bestimmter Wert jetzt völlig aus den Fugen geraten ist. Das wird man dann Jahre später erst checken. Deswegen ist ja wichtig, dass man das immer wieder checken lässt. Aber was mich halt jetzt stört, ich habe zu meiner Verwunderung eigentlich recht gute Werte gehabt. Und gute Werte sind einfach normale Werte, die jetzt nicht irgendwie im roten Bereich sind. Weil ich glaube, man kriegt dann so ein Zettel mit, wo die ganzen Werte aufgelistet sind, auch die Werte von den jeweiligen Dingen. Und die sind dann auch rot markiert, wenn sie jetzt nicht im Normalbereich liegen. Und da gibt es den einen oder anderen Wert bei mir. Früher war, glaube ich, das noch ärger bei mir. Aber es war eigentlich nicht wirklich was Schlimmes dabei. Mein Arzt, nach dem Blutabnehmen gestern, musste ich am Nachmittag auch in die Besprechung. Und es ist halt immer das Gleiche, was der mir sagt. Aber es schaut, das ist auch ein positives Zeichen, finde ich, dass er immer das Gleiche sagt, nämlich ich muss abnehmen irgendwie. Schauen wir mal, dass wir Gewicht reduzieren können. Schön und gut. Aber wenn das alles ist, dann ist das ja auch irgendwie ein gutes Zeichen, nicht? Weil dann heißt das, es gibt keine sonstigen gröberen Probleme bei mir. Das ist ein gutes Zeichen, ne? Besonders jetzt im Dezember. Der Dezember ist für mich, glaube ich, der ärgste. Der ärgste Monat. Einfach, weil ich da zum einen mich ein bisschen vollfresse mit Süßigkeiten. Zum anderen, wegen dem Winter, bin ich da eher ein bisschen fauler und fahre mehr mit dem Auto oder mit dem Bus. Und natürlich mehr Bewegung ist ja schön und gut, aber das Problem ist halt auch, das habe ich dem Arzt auch gesagt, in der Freizeit irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, ist zwar im Winter relativ gut, weil das bietet sich so gesehen an und du bist jetzt nicht so demotiviert, wenn es draußen saukalt ist oder irgendwie so. Aber das Problem ist halt, Fitnessstudio musst du in deiner Freizeit hingehen. Da musst du extra hinfahren und Zeit so gesehen auf dich nehmen. Ich fahre ja immer mit dem Rad, meistens. Im Herbst zum Beispiel. Moment. So. Im Herbst zum Beispiel. Da bin ich eigentlich noch relativ. Ja, man kann schon sagen, so täglich mit dem Rad in meine Uni gefahren. Und da habe ich ja immer täglich Bewegung. Das ist absolut das, was man machen soll. Täglich bewegen. Eine Stunde bis eineinhalb Stunden, würde ich sagen, täglich mit dem Rad hin und her fahren. Und das bietet sich halt einfach perfekt an. Ist logisch. Warum? Weil du sowieso irgendwie in die Arbeit musst, in die Universität, in die Hochschule, nicht? Und wenn du das jetzt verknüpfen kannst mit Bewegung, ist das optimal. Aber im Dezember trifft ich da ein bisschen ab, dass ich da sage, nope. Ring, ring. Sebi, this is your phone, right? Listen, also... Okay. Okay, wenn du meinst. Ja, aber wieder zurück zum Werten. Es ist ja ein gutes Zeichen, dass es
keine gröberen Probleme gab, die er angesprochen hat bei mir. Und auch zum Beispiel der Zuckerwert, der war im Normalbereich. Das hat mich doch ein bisschen gewundert, weil ich mich ein bisschen vollgefressen habe. Das tue ich eigentlich meistens im Dezember, weil meine Mutter die ganze Zeit im Dezember die ganzen Sachen einkauft. Das habe ich ihr auch mal an den Kopf geworfen. Kauf nicht so viel Süßigkeiten, weil wenn die Süßigkeiten bei uns zu Hause ist, dann kann ich mich nicht so beherrschen, dann fresse ich mich damit ein bisschen voll. Aber ich werde nie irgendwie extra den Weg auf mich nehmen, ins Einkaufszentrum zu fahren, um mir was Süßes einzukaufen, wenn wir daheim nichts haben. Deswegen sage ich ihr, kauf keine Süßigkeiten ein. So einfach ist es. Kauf es nicht ein. Du musst dich ja selber mal beherrschen und dann sagst du mir, ich muss mich halt beherrschen. Kauf keine ein. Dann werden wir sie ja eh sehen. Weil sie mir dann an den Kopf geworfen hat. Was, wenn ich mein eigenes Haus mal habe oder meine eigene Wohnung und dann einkaufe, da kann ich mich dann auch nicht beherrschen. Sagt die, die sich nicht beherrschen kann, sagt die, wenn ich mal einkaufen gehe mit ihr, das ist eben der Sage, wenn wir mal einkaufen und sie dann dazu neigt, irgendwas Süßes mitzunehmen, dann bin ich dieser typische Lehrer, beziehungsweise dieser typische Vater, kann man sagen, oder ein Elternteil, das sagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Ich muss dann meine Mutter wie so ein kleines Kind behandeln und sagen, nein, keine Süßigkeiten. Das bin ich. Und dann sagt sie, ja, aber später, da habe ich mich dann auch nicht unter Kontrolle eventuell, wenn ich dann ganz alleine einkaufen muss und sowas. Ich kann mich beherrschen, wenn ich dann einkaufe, weil ich weiß, wenn ich das jetzt einkaufe, dann zahle ich jetzt auch drauf. Aber wenn es schon daheim ist, das ganze Zeugs, dann muss ich dafür nicht zahlen. Das hat meine Mutter schon bezahlt, also nehme ich mir das. Das ist das Problem. Und das hat mich doch ein bisschen genervt gestern, dass die mir einfach sagt, ja, ich kann mich nicht beherrschen, obwohl sie sich nicht beherrschen kann. Und ja. Ciao. Wenn sie denkt, ich glaube, sie braucht eher den ganzen Stuff, habe ich das Gefühl, manchmal so als Nervennahrung. Deswegen glaube ich kaum, dass sich das irgendwie ändert. Ja, aber es war halt schön zu sehen, dass das keinen Einfluss auf meine Werte gehabt hat, dass ich so viel Süßes genommen habe. Das ist doch ein schönes Zeichen. Meine Mutter nervt mich halt jetzt nur wegen einem bestimmten Wert, der jetzt noch relativ hoch ist, glaube ich. Und das muss ich halt ändern. Und das nervt mich halt auch. Eigentlich ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was ich da gehabt habe. Oder was ich jetzt im Moment habe, von den Werten her. Und sie nörgelt nur wegen dem einen Wert herum. Was ja nicht so kritisch sein kann, weil der Arzt mir das bei der Besprechung nicht gesagt hat, dass ich da schleunigst was ändern muss. Aber trotzdem nörgelt es wegen dem einen Wert jetzt so herum. Ich habe auch das Gefühl, dass das eventuell daran liegt, weil die so ein Avocado-Fetisch gerade hat. Die ist regelrecht ein bisschen süchtig jetzt nach Avocados, weil es eben diesen einen Wert sehr, sehr senkt. Das ist ja schön und gut, dass es in diesem Sinn sehr gesund ist für uns, aber sie übertreibt es halt. Die isst auch Avocados ganz roh und ich will das nicht. Und dann will die mir die ganze Zeit diese Avocado unterjubeln. Bei den Soßen habe ich kein Problem. Aber wenn die mir sagt, ich soll das roh essen oder so fette Stücke in die Soße reintut, dann habe ich schon was dagegen. Weil so gern möchte ich so eine Avocado dann auch nicht fressen. Und das stört mich halt, dass die mir so auf die Nerven geht mit ihrer Avocado und mit dem Einwert. Heute hat sie, glaube ich, sowieso gesagt, als ich mir selber was zum Essen gemacht habe, oder? Nein, das war gestern. Oder heute? Nein, heute. Als ich meine Soße selber gemacht habe, hat sie mir, glaube ich, gesagt, ja, weil sie mir dann Avocado gematscht hat. Das ist ja dann natürlich das Positive, würde ich sagen, bei meiner Mutter, die macht sich dann wenigstens dann die Mühe, dass sie diese Avocado zusammenmatscht und dann in die Soße gibt. So würde ich die Avocado eher essen als so in großen Stücken. Aber sie kam wieder daher und hat gesagt, ja, du kennst eh deine Werte. Und da frage ich mich, ja, ich kenne meine Werte, die waren eigentlich ziemlich gut dafür, dass wir jetzt gerade Dezember haben, eigentlich mein schlimmster Monat,
wo ich bewegungsfaul bin und auch sehr viel Süßigkeiten esse. Für so einen Monat waren das extrem gute Werte. Auch mein Insulin, da nehme ich auch, muss ich täglich Tabletten seit, boah, wie lang, sicher schon 10 Jahre. Über 10 Jahre muss ich da täglich Tabletten wegen Insulin nehmen. Und das ist jetzt auch schon extrem gut der Wert für meine Verhältnisse. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt schon im roten Bereich oder noch im roten Bereich ist oder schon Richtung oder jetzt schon ein Normalwert ist das Insulin bei mir. Ich glaube, das geht schon in Richtung Normalwert. Und das ist doch auch was absolut Positives bei mir. Und dann kommt es einfach wegen diesem einen Wert daher und sagt, du kennst eh deine Werte. Da frage ich mich, ja, ich kenne meine Werte, die sind eigentlich relativ gut. Der eine Wert ist doch ein bisschen erhöht, ja, kann man was dagegen machen, aber wenn es so schlimm für meine Gesundheit ist, das denke ich mir auch, wenn es so schlimm ist, würde ich das ja spüren irgendwie, oder? Es ist mein Körper, wenn ich mich jeden Tag miserabel fühle, dann muss sich was ändern, aber ich spüre etwas, ich spüre sowas jetzt gerade nicht. Also glaube ich kaum, dass das jetzt so wichtig ist, dass ich jetzt gleich vom ersten Tag an jetzt beginnen muss, jeden Tag irgendwie mir Avocados reinzuschütten. Die überdramatisiert das alles. Und ich glaube, das ist wieder ein Thema, das hat sie selber angesprochen. Sie sorgt sich halt um mich. Das ist wahrscheinlich, das haben wir vorher gehabt, deswegen habe ich dieses Thema jetzt gerade angesprochen. Es ist ein emotionales Thema wahrscheinlich für sie. Und da hört sie ja einfach auf nachzudenken und nervt mich die ganze Zeit mit der ganzen Sache. So verstrickt können solche Sachen sein, ne? Ich verstehe, ich nehme sie jetzt auch nicht so übel. Mich nervt es halt nur, wenn sie mir dann immer so nahe tretet mit der Avocado und dieser Wert. Es nervt mich, ja. Aber ich nehme sie halt nicht übel, weil ich eben weiß, dass sie es eigentlich nur gut meint. Aber sie setzt es halt falsch um, weil sie einfach wahrscheinlich zu emotional bei der Sache ist und es überdramatisiert und einfach nur dann nervt. Ja, das zu dem musste ich jetzt nur mal hier angesprochen haben. So, jetzt quasseln wir einfach weiter, würde ich sagen. Listen, Sebi, you know that security checkpoint that's set up just east of here? Nee. That wasn't here a week ago. We used to be able to go up and down the mountain freely. It's kind of suspicious that it's only here now that the infernal cult is playing their hand. We can't go through there. I don't know who do is Vaxin... Ich kann's nicht aussprechen. Or whatever they actually are. work, but I don't want to play it risky. We need to find kids. Ah, der schon wieder. Stille. Well, this is convenient. How did they find us? We tracked Zabi through their Mega Wing. Ja gut. Sie haben uns endlich mal outsmarted. What you thought it was a free gift? You know the old expression, keep your friends close and your enemies closer. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Suspected you would need to climb the mountain and he sent me to find you. He has a way to help, naturally. He requires something in return. Sebi knows where our base is in the black market. You'll find us there. I'm sure we can come to an arrangement. Jetzt muss ich mich wieder mit dem Typ da abgeben. We can't just go somewhere, can we? There's always dirty things to do. 30, nicht dirty. Dirty things to do before we get there. We can't trust them. Wir haben was jetzt zu tun, aber wie kommen wir sonst drauf? Entweder wir gehen jetzt den Risky Way oder wir versuchen da irgendwas zu machen. Uns bleibt jetzt gerade nichts anderes übrig. Also 30 Sachen haben wir jetzt gerade nicht zu erledigen. Natürlich, danach schon, aber jetzt bleibt uns nur der Weg oder der Weg. Wir müssen uns da entscheiden. Ja,
ob man sie vertraut. Jetzt, wo Nora das sagt, mit dem Vertrauen vertraue ich denen eher. But we should probably see what they want. I'll head over there. It's not like they have Halla. Ja, komm. Das geht schneller. Nein, das ist wirklich schnell gegangen hier. Ah ja, komm. Ein Healing-Item hier. Ich habe eh genügend. Oder mehrere Healing-Items. So, was schreibt mir eine Random Fact, der jeder wissen muss, laut Vanni ist bescheuert gut. Es kommt auf den Kontext drauf an. Und auch, wenn dir das jemand verbal sagt. Oder einfach so unter vier Augen, sagen wir jetzt mal. Kommt auch drauf an, wie die Körpersprache ist, wie die Gestik, wie auch die Betonung ist. Weil das ist eben das Schwierige an Sprache. Man kann Sachen sagen, man kann gute Sachen sagen und sie so betonen, dass sie schlechte Sachen werden. Es kommt da wirklich drauf an. Man kann ja alles sarkastisch meinen, ne? So, ja, das hast du aber jetzt sehr gut gemacht. Inhaltlich ist, du hast das sehr gut gemacht, ist was Positives. Aber dieser sarkastische Ton, so, das hast du ja aber sehr gut gemacht. Das zeigt schon, der meint das nicht wirklich positiv. Also es kommt wirklich drauf an, wie man es dann betont und so, ne? Und Kontext natürlich. Lass mich, klamottenmäßig meinte ich das. Was? Ihre Avocados, XD. Well, this brings back memories. It was Seviant that scared the Oxus Boy last time, though, wasn't it? The Oxus Boy. What was his, Don't you dare say his name. Wer sagt das jetzt? Sagt das Nora? It's your fault he's like that. Ja, wahrscheinlich Nora. Hey, du warst zu gemein zu Damien. Also deswegen traue ich dir nicht so ganz. Du bist zu bitchig, ey. I'm going to fix him and then I'm coming for you. A bit of spark. Adorable. I couldn't care less about you, kiddo. It's Sebi I invited here. Hey, ihr werdet mir doch irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Sympathische. Turn, go get the machine ready. I have information that could help both of us. It will help find your friend. But it will help you find your friend and get up the mountain. I don't want much in return, just two small favors. I want your time to test something. Once again. And just a tiny bit of Muse DNA. I have data on all your battles. I know you battled it recently. You probably covered in it. Was? Ach so. Bist du creepy? Wahrscheinlich, ne? Ich habe noch etwas DNA von Mew an mir, ne? Weil ich es ja neulich erst gesehen habe und so. What? Why would you need Mew's DNA? Can you really not see why? It's my... Wie soll ich das Englisch aussprechen? SCH ist ja meistens so sk... Stick. Einfach in Stick. Keine Ahnung. I make Pokemon experimental versions of them anyways. Are you really so stupid? You can't think of a single reason. Never mind. It doesn't matter. What do you say? I've got information. I need your time. And Mew's DNA. No. Well, fine. I'll still be here, don't really. La 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 la. Do you have other plans? Come on, kid. You need me. Was, wenn ich jetzt Nein sage? Wenn ich jetzt sage, ne? Ich mag zwar Nora nicht so ganz und... Ja, mir gefällt es ein bisschen, wie du mit der umgehst. Aber du bist mir trotzdem suspekt.
wenn ich jetzt einfach sage, wir haben den Whiskey Way vor uns, ne? Dann sage ich ja. Matsch bitte. Ah, Skinflake, this will do fine. Also mach das sowieso. Können wir den irgendwie jetzt kastrieren oder so? Follow me. I really wish you didn't do that, Sebi. Ich hab doch Nein gedrückt, oder? You don't know what he plans to do with that, no matter how obvious it is to him. Let's go. Hab ich nicht Nein gesagt? Was heißt das? Ich habe ja keine andere Wahl gehabt. Der hat seinen Finger genommen, mir die Nase gepupelt und jetzt hat er die DNA wahrscheinlich. Was kann ich denn dafür? Das wäre so, als würde jetzt sich ein fremder Mensch einfach so von hinten greifen. Irgendwo draußen in der Freiheit, in der Wildnis, auf der Straße, so von hinten und puppelt dir in die Nase und dann geht er wieder. Was kann ich denn dafür? I'm surprised, Nova, really. You seemed like the smartest one in the Special Snowflake Club. You never heard of Team Rocket. None of their experience with Mew. No possible clue as to what I'm trying to create. The machine deposits it directly into the Master Ball, yes? Wait, we should have control. Have fun then. Good luck, you two. This is revenge for the embarrassment you two caused me earlier. La 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 la. We've tried so many plans in our pursuit of perfection. A perfect Pokemon. We've tried so many modifications and strategies. We've changed their types, made megastones, gave them suits of armor. We've even tried fusing them together to create a perfect legendary. But we've never tried creating one from scratch. I hope this hurts. Come out, Mewtwo! Emerge and serve me! Oh. Ihr habt auch die ganze Zeit gefailt, weil ihr einfach nur dumm seid. Dumm und unfähig. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, warum die ganzen Pläne nicht funktioniert haben. Ihr hattet Pokémon in Armor, Mega Evolution und alles drum und dran und habt trotzdem verloren. Ihr seid einfach nur dumm. And now you pay! Schon wieder keine Musik. Warum? Das nervt so. Das ist so antiklimatisch. Wo ist denn das jetzt? Lautsprecher? Nee. Hä? Achso, das ist da. So. Dann spielen wir wieder Musik. Musik, Musik. Wenn das Spiel das nicht macht, muss ich es machen. So ist es. Wo ist wieder Little V? Little V, wo bist du? Little, little V, little, little, little. Holla, little. Holla, ritia. Holla, rat, kuckuck. Da ist es. was denn für eine Musik? Route 1 Kanto vielleicht? Nein. Go Gym Leader? Nee. Nee, nee. N Final? Nein. Gibt's kein Kampftheme? Von Gen 1? Einfach jetzt mal Route 1. Nee. Oder doch? Es ist sowieso jetzt schon alles antiklimatisch, dann lassen wir diese Derpy-Musik. Wenn man es nicht hört, sagt Bescheid. Warum konnte er nicht mewfen? Oh, der ist so dumm. Was bringt das jetzt? Das Heilen. Da 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 da
Da da da da da da da da da da da da. Die Musik ist auf jeden Fall nice. So, schauen wir mal, ob wir das mit dir schaffen können. Es ist normal oder sehr wichtig. Critical Hit, lala. Dann heile ich dich hoch, wenn du dich eh so anstrengst. Siehst du, du eingeschränkter Tön? So setzt man effektiv ein Drang ein. So, nicht so wie du, wo es sowieso keine Rolle spielt. Sepp Striker. Die Musik ist so geil. Das ist ein Mega-Pokémon. Oh my goodness gracious. Was ist mit dem passiert? Thunderbolt! Tja, es wird trotzdem vernichtet werden. Da 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 da. Ist das vielleicht Gras? Dann bin ich tot. War das Gras? Was ist denn sonst effektiv? Was ist sonst effektiv? Ich weiß doch nicht, was ist das? Was ist denn sonst gegen Lucky effektiv? Gut, dann glaube ich, das war wirklich Typ Gras. Typ Gras. Wo wir von Lucky sprechen. Hallöchen. So, dann schauen wir mal. War nicht sehr effektiv, also müsste es von Typ Gras sein. Typ Gras, keine Ahnung. Typ Pflanze, so heißt es. Das ist aber auch sehr komisch. Warum das nur die Hälfte abgezogen hat. Obwohl es vierfach effektiv gegen Lucky war. Sind nur Pflanze und Gefriertrockner effektiv. Okay, Gefriertrockner kann es nicht sein, weil es Hidden Power war. Also war es wirklich von Typ Gras? Oder Pflanze, warum immer Gras? Das ist komisch. Es war ein Mega-Pokémon und trotzdem so schwach. Okay. 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 So, Lucky, nicht so der Darky. Du kommst jetzt rein. Und kümmerst dich um das Viech. Ja, das ist nicht gut. Das war jetzt mein Fehler. Ich glaube, die Dummheit von dem färbt jetzt auf mich ab. Sieht man wieder, dass ich jetzt hier einen Eis-Pokémon reingeschickt habe. Aber wenn ich jetzt schneller bin. Komm, du wunderschönes Gardevoir. Jupp. Befall. Close Combat. Jupp. 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 Ach, egal. Ich glaube kaum, dass wir das nicht schaffen. Weil es so ein Pilzgras ist. Es ist mega gewesen und vielfach effektiv. Dum dum da da dum. Jetzt kommt Mewtwo, jetzt kommt Mewtwo. Was macht es denn denn? Es hat Eistrahl. Ja, es hat Eisstrahl. Eistrahl. 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 Eistrahl, 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 Eistrahl. So. Dann schauen wir mal, wie krass ein Zumpex ist. Vanni muss wahrscheinlich sich opfern. Da 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 la 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 pa li la bu. Da ba 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 di da ba 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 di ba la la pi di du du. Dip, dip, dip di 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 du. Hui hi 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 ho 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 pa hui hi si. So.
Und er hat auf jeden Fall keine Dingsbums, keine nervige Dingsbums. Grasattacke. Was habe ich immer mit meinem Gras-Typ? So, ich möchte mal schauen, wie viel zieht das jetzt genau ab? Die Hälfte. Das ist nicht sehr schön. So. Und so kann man auch effektiv Tränke verwenden. Du killst dich selber. So gehört sich, so gehört sich. Da 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 da. Los, kill dich, please. Kill dich, please. Kill dich, please, 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 please. Kill dich, please. 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 Please, 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 please. Von wegen perfekt. Von wegen perfekt. So. Das ist jetzt nicht so tollig. Schauen wir mal, was er hier gegen unser Suppex anrichten kann. Dragon Pulse. Joa. 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 Es ist halt jetzt doofig, dass ich gesenkte Spezialverteidigung habe. Habe ich irgendwie Full Heal Revive? Max Revive? Ja, den Max haben wir. Dann würde ich sagen, vielleicht sind wir schneller. Und greifen wir jetzt einfach mit Hammerarm an. Okay. Dann spielen wir dieses Spielchen, wenn du willst. Fire Emblem, das ist eine gute Kombi. Dann spiele, spiele und viel Spaß damit. Kommt mir der jetzt wirklich mit dieser nervigen Substitute daher? Naja, er schwächt sich dadurch selber. Und er hat keine Leftovers, oder? Also schwächt er sich dadurch eigentlich nur selber. Habe ich nichts dagegen? Frage ist, was ist schneller, Kyurem oder ein Zetra King? Weil ich möchte schon ein bisschen risky sein. So, ich bin jetzt einfach risky, setze den Sieg aufs Spiel. So, Full Heal in dem Sinn. Roost, oh come on, sei doch nicht so nervig. Bist du wirklich so ein nerviger Dude? Sollte schneller sein, okay. Dann greife ich dich halt so an. Hast du sonst nichts anderes übrig? So. Ja, weißt du was? Da, das. Ja, gut. Jetzt hat er mich ein bisschen outplayed damit. Ich setze es trotzdem aufs Spiel. Ich setze aufs Spiel und er ist schneller und wird es ein One-Hit-Nope. So, Kyurem ist schneller. Also werde ich jetzt einfach ein Max-Revive. Okay. Wer hat das Vergnügen? Ja, eigentlich Lucky, mit dir soll es fix sein. So. Weil jetzt sollte das nicht mehr die Hälfte abziehen. Also haben wir es. Ich wusste gar nicht, dass ich Ruheort lernen kann. Wahrscheinlich voll raufgehackt. Do, 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 do. Ice Beam. Und tschüss. Ist das sehr perfekt. Obwohl ich so extrem dumme Fehler gemacht habe. Natürlich hatte ich auch Healing Items. Oh, hast du verloren, Mr. Oh, ich bin ja so perfekt, ne? Wir sind die perfekten Dudes. So. Also wirklich eine große Schande, würde ich sagen, hier, die Gegner. So dumm gespielt von mir, aber trotzdem verloren. For the love of blah. Okay. So. For the love of... Ja, das hast du schon gesagt. Unbelievable, Dylan! Der Kürze! You've had Kyurem, Mewtwo, even the entire...
Tao Trio und you still couldn't take them down. Er ist halt einfach nur unfähig. Habt ihr das nicht... Ihr seid doch selber dumm. Ihr lässt den da das ausführen. Warum? Das ist ein schlechter Trainer. Ein dummer, schlechter Trainer. Und den lässt ihr eure Experimente durchführen. Das ist doch schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt, kann man sagen. Aber egal. Ihr wisst ja eh alles besser nach dem Sinne. Pathetic, you too. At this moment, he knew he fucked up. Zenith is the most powerful human being alive. He has some sort of ability that lets him take control of others. Using a psychic type Pokemon, maybe. I know that That's the hard way, wahrscheinlich. He took the shard of the crystal we found. One of our scientists was a double agent for him. None of us have any clue where this power comes from. No fighting type. I now can control people on this level. And now that he has a piece of the crystal, I don't know how far his power can extend. But right now he's scared. The virus I created extends life by strengthening the body and its resistance. This improved immune system seems to let the victim actually ignore any power. However, the vaccine doesn't do anything. I've stolen it and studied it. It's a complete dud. I have a hunch his control booth and checkpoints have something to do with his ability. So, Harmony's father or your friend should be able to get you up the mountain. I've been tracking their location. I can... You know where they are? You didn't tell us? I can only read the psychic signals emitted when they use their abilities. They have the same signature as Deoxyloxy, and I'm sure there's no Deoxyloxy around here. I've met with them and negotiated with them. I've agreed to not disclose their location and allow them to continue whatever it is they are doing, so long as they do me a small favor from time to time. I've asked them to meet you at Mount Rose. You can talk to them, negotiate with them, do whatever it is you need to do. Now get out of here. I don't want to